Hallo, ich bin Projektheld und der 1. Mai steht wieder vor der Tür, deswegen bauen wir auch dieses Jahr wieder einen Bollerwagen. Das Video von letztem Jahr könnt ihr hier oben anschauen, da haben wir eine Lokomotive gebaut mit Grill und Musikanlage drin und jetzt brauchen wir noch einen Bollerwagen, mit dem wir ein bisschen mehr Bier transportieren können, deswegen haben wir den hier gebaut und hier passen innen drin 6 Kästen Bier rein. Hinten auf die Ladefläche passen auch nochmal 2,5 Kästen Bier. Wenn man das stapelt, kann man auch 5 Kästen Bier hinten draufstellen. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben sehr stark auf die Details geachtet. Deswegen haben wir vorne Licht, hinten Blinker, Kennzeichen vorne und hinten und haben uns bei der Lackierung auch viel Mühe gegeben. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nach dem sorgfältigen Zerlegen von unserem alten Bollerwagen haben wir uns dann daran gemacht, ihn erstmal zu verlängern, dass wir eine größere Basis haben. Und danach haben wir dann die Grundplatte zurechtgesägt. Um die Grundplatte dann am Fahrgestell zu fixieren, haben wir uns bei Dachlatten kleine Stückchen abgeschnitten und die jeweils rechts und links von dem Rohrrahmen festgeschraubt. Und dann haben wir nachher noch ein kleines Montageband drüber gemacht, dass man es auch nicht nach oben abziehen kann. Danach haben wir das Grundgerüst aus Dachlatten gebaut für das Fahrerhäuschen. Unsere Verkleidung haben wir alle aus Schrankrückwänden gemacht. Die haben wir alle vom Sperrmüll aufgesammelt. Deswegen sind die schön günstig und vor allem sind die auch schön leicht, dass der Bollerwagen nachher nicht zu schwer wird. Dann haben wir mit dem Innenausbau begonnen. Dafür haben wir einfach dicke Bretter eingezogen und die immer im Abstand so montiert, dass jeweils die Höhe von dem Kasten Bier gut reinpasst und dass man auch ohne Probleme noch die Hand drüber kriegt zum Rausziehen. Leider ist uns gestern die Kamera ausgegangen und keiner hat es bemerkt. Wir haben dann noch die Seitenverkleidung angebracht, wir haben noch die Tür rangemacht und dann haben wir noch in einer kleinen Nachtaktion den ganzen Bollerwagen angestrichen. Jetzt fehlt nicht mehr viel, aber er sieht schon richtig gut aus. So, und jetzt haben wir nur noch vor, hier die Deichsel zu lackieren und hier vorne wackelt es ein bisschen, weil da oben noch ein Gleitlager fehlt. Und das habe ich noch im 3D-Drucker gerade und das setzt man dann gleich auch noch ein und dann ist er eigentlich so gut wie fertig. So, die Deichsel ist lackiert, der 3D-Drucker hat auch schon das Teil ausgespuckt. Jetzt bauen wir es noch zusammen und dann sind wir fertig.